Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute gibt es Teil 3 dieser Hall-Eskalation. Ich habe versucht, das wirklich in mehrere Teile zu teilen, weil ansonsten ist es wahrscheinlich so ein bisschen zum einen für mich schwierig zum Schneiden, weil so viel auf einmal, so viel Preise raussuchen und so weiter, und zum anderen für euch ein bisschen lange zum Gucken, ein bisschen viel Input. Deswegen separiere ich das lieber, weil mir auch geschrieben wurde, dass es schöner ist, wenn ich das tatsächlich immer nur so in einer halben Stunde oder maximal eine Dreiviertelstunde mache. Deswegen versuche ich mich da ein bisschen einzuschränken. Andere Videos sind dann bei mir ein bisschen länger, wenn ich Schminkvideos mache oder so, oder keine Ahnung, ne? Also wenn du Bock drauf hast, gucken, was jetzt noch so um mich herum steht, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, ja, denn ich habe hier so ein bisschen was stehen, oder ich habe ein bisschen was stehen gehabt. Ich habe es eigentlich immer noch hier stehen, was ich eigentlich mal so langsam abfilmen wollte. Und ich wollte jetzt nicht immer so, ich mache jetzt nur ein Douglas Haul, ich mache jetzt nur ein Cosmetic for Less Haul oder so, sondern ich wollte das schon, ne, dass ich euch jetzt das schon irgendwo in einem Stück gebe, aber halt jetzt nicht so viel an einem Stück, weil das wäre echt zu viel. Genau, Sammy ist ja auch am Start, der findet das ja immer super beruhigend und schön, wenn ich hier sitze und rede und er ab und an angeschmust kommen kann und dann ein bisschen Liebe abgreift. Ich habe in dem ersten Teil, den ich euch hier oben mal verlinken kann, auch diesen Adventskalender in die Verlosung gepackt. Das ist der Parfümproben-Adventskalender bzw. Parfüm-Miniaturen-Adventskalender. Solltest du noch nicht an der Verlosung teilgenommen haben, schau da gerne einfach nochmal rein. Und ja, einfach um das etwas anders zu gestalten, habe ich mir eine andere Frisur gemacht, wie bei den anderen Videos. Ich habe mir meine Haare in einen Bommel gebunden. Yay! Immerhin, ne? Vielleicht mache ich mir bei Teil 4, der vielleicht auch noch kommt, den Bommel dann oben. Ich weiß es nicht, aber gut. Ein bisschen Abwechslung muss sein, ne? Ich habe ein bisschen noch was hier und das gehen wir jetzt mal an. So. Douglas-Bestellung, genau. Douglas-Bestellung gab es ein bisschen was gratis, deswegen habe ich da bestellt und das ist auch schon ein bisschen her. Es steht schon eine Weile hier. Und es gab halt bei Beauty Bakery schöne Angebote und es gab bei Urban Decay schöne Angebote. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier schon wieder eskalativ getrieben habe. Naja, egal. Auf jeden Fall starten wir doch einfach mal mit dem schönsten, größten Teil. Und zwar von Beauty Bakery. Hat mich irgendwie angesprochen, weil die Verpackung so schön war und ich davon auch vielleicht mal versuche, so ein Full Face zu schminken. Do It For The Graham Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Da sind einfach Kekse drauf, ne? Ist das nicht unfassbar süß? Und die ist riesengroß, aber sie ist dünn. Deswegen auch ganz gut zu verstauen. Aber die, upsala, schau. Die Fännchen, Leute, ne? Die sind riesig. Leider kein Spiegel drin. Aber guckt euch diese riesen Fännchen an. Erinnert mich ein bisschen an Juvia's Place. Ich bin sehr, sehr... Gott, MILF finde ich übrigens nicht geil vom Hashtag her. Wer weiß, was MILF ist, schreibt mir einfach mal unten in die Infobox ein Smiley mit einer Milchkanne oder sowas in der Art. Mit irgendwas mit Milch, Leute. Ne? Nicht geil. Egal. Oder irgendwie doch geil. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hauptsächlich Schimmertöne drin. Wir haben 4 matte Töne. Den, den, den und den. Und die restlichen sind Schimmertöne, was voll mein Vibe ist. Und damit kann ich halt echt schöne Looks schminken. Der hier scheint mir ein Duochrome zu sein. Deswegen will ich den auf jeden Fall mal anschauen. Einen goldenen Ton. Ich finde, dass diese 3 sehr, sehr ähnlich aussehen. Aber der ist mehr so ins Rosane. Der ist ein bisschen dunkler. Und der ist mehr ins Bräunliche. Genau. Boah. Okay, Entschuldigung. Den grünen hier wollte ich einmal swatchen. Boah, super samtig, wirklich, wirklich angenehm. Und dann möchte ich noch irgendeinen hellen nehmen, dann nehme ich doch mal den hier. Also die fühlen sich super, super schön an. Ich kenne die Qualität so noch nicht, weil ich noch nie was von denen hatte. Habe mir dann aber gedacht, hey, so ein Fullface wäre doch ganz nice, ne? Also der hier scheint wirklich ein Duochrome zu sein, wie man den halt auch von diesem, ich glaube, MAC Club oder so heißt der. Ich weiß nicht, so ein ganz bekannter Lidschatten von MAC, wow. Und der ist auch in der 1991 von Alicia Marie drin. Das ist auch ein Duochrome. Krass. Also 2 Duochromes haben wir hier drin. Also die, der erste und der dritte quasi, ne? Also der und der sind quasi Duochromes. Sehr, sehr schön. Also das müssen wir auch auf dem Auge sehen. Genau, und da sind wir dann halt bei den etwas längeren Videos, die dann demnächst vielleicht mal kommen, mehr wiederkommen, wenn die Adventskalender um sind, Leute, wo ich dann auch Schminkies mache, ne? Da werde ich auch ein bisschen mehr quatschen. Und da wollte ich ja auch diese Style and Talks draus machen, dass ich halt wirklich... Ne, dass ihr mir Fragen stellen könnt und ja, genau. In diesem Video gibt es übrigens auch eine Verlosung. Ne? Was es zu gewinnen gibt, sage ich dir gleich. Und was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht schon mal unten in der Infobox drin.
Genau, so, weitere Dinge, die ich von Beauty Bakery bestellt habe, ist das klassische Puder, ne? Dieses Setting Powder Meal, also Flour. Da bin ich auch super gespannt drauf. Diese Verpackung ist schon mal richtig, richtig schön. Viele haben versucht, es auch nachzuahmen. Das habe ich auch schon gesehen. Aber ich wollte mir mal das Original holen. Die Marke ist nicht unbedingt günstig, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich bestellt habe, war das alles echt gut rabattiert. Ja, es ist eigentlich eine schöne Mehlverpackung. Eigentlich sollte man das aufbewahren. Ich schmeiße sowas aber ehrlich gesagt weg. Und dann haben wir hier halt so ein loses Puder. Und die gibt es, glaube ich, auch in verschiedenen Farben. Ich habe Oat Translucent. Genau, das ist halt einfach so dann meins. Dann habe ich mir noch bestellt die Mascara. Ach komm, wenn ich euch das Fullface schminke, dann möchte ich euch das aber auch in der Originalverpackung zeigen. Das ist kein echtes Mehl. Das ist hier nichts zu mampfen für dich. Entschuldigung. Maus, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ja, du kriegst auch gleich dein Abendbrot. Die Mascara habe ich mir bestellt. Icing Eyelash Beauty Bakery Black Mascara mit 10 ml. Das ist ganz schön viel, ne? Bin ich gespannt, was die so drauf haben, was die so können. Also, wie gesagt, hupsala, die Verpackung ist hammerschön. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei, dass das irgendwann mal bei mir einziehen musste. Es ist eine Tube, was ich nicht so geil finde, aber es sieht schön aus, ne? Also, wenn du sowas, und zwar nur sowas, dann auf deinem Schminktisch stehen hättest, theoretisch, sähe, glaube ich, ziemlich geil aus, oder? Kann ich mir gut vorstellen bei mir. So, und dann habe ich mir ebenfalls von der Marke noch ein Cake Pop Lippy Rouge à Lèvres bestellt in der Farbe Bastiani Eis. Das ist so ein geiles Verpackungsdesign. Das ist schon süß, ne? Hm. Sind die auch irgendwie cruelty-free oder sowas? Weiß nicht, das steht hier jetzt so nicht drauf. Wäre ja schon mal von der Theorie her ganz nice. Okay, du hast super viel Verpackung für einen kleinen Lippenstift. Scharf, also da ist auch jetzt nicht so ultimativ viel drin wahrscheinlich, ne? So sieht die Verpackung aus, so eine ja, Pappverpackung, ne? Finde ich ganz schön. Das ist ja nicht so viel, ultra viel Produkt. Das ist so ein Nude-Ton, finde ich ganz hübsch. Das sieht echt schön aus. Sephora hat auch so ähnliche Verpackungsdesigns. Also ich sag mal so für ein Weihnachtsgeschenk oder so. Oder wenn man selber einen Adventskalender bastelt, ist sowas, glaube ich, auch ganz nice, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Dann habe ich mir auch noch den Lippi bestellt in der Farbe Skinny Dip. Ich habe mir heute meine Nägel lackiert, ne, mit den neuen Essie-Nagellacken aus der Limited Edition. Ne? Einmal der lilane und der mintgrüne. Finde ich sehr schön. Ich hoffe, die halten das aus. Ja, das sieht von der Verpackung her genauso aus. Und der ist dann etwas mehr ins Bräunliche. Etwas neutraler. Aber das sind halt echt voll meine Farben. Ne? Sowas mag ich ganz gerne. Ich hätte die jetzt auch swatchen können. Ne? Mhm. Aber wir haben hier noch genug. Vielleicht kann ich hier noch andere Sachen swatchen. Okay, dann habe ich auch noch bestellt aus dieser Reihe oder von dieser Marke den Gloss. Und zwar ohne Farbe. Ja, die sind cruelty-free, steht hier auch drauf. Oh, und sogar vegan-friendly. Drive me crazy. Okay, wer kennt noch Daniel Kübelböck? Ich habe eine langjährige Freundin, die den damals vergöttert hat. Die hatte ein ganzes Zimmer voll mit Postern und so von ihm. Das war echt eine interessante Zeit. Und der ist wunderschön, ne? Das ist so gedreht da drin. Sieht richtig schön aus. Das gefällt mir. War ja auch super schön drin und so. Ne? Also die Verpackung ist hammermäßig schön. Wenn das halt nicht nur designtechnisch hübsch ist, sondern auch wirklich auf dem Gesicht so aussieht, dann feiere ich eine Party. Ich glaube, die haben keine Foundation, denn ich habe keine mitbestellt. Dann habe ich hier so eine Face-Palette mitbestellt. Schön, dass ich das alles so in dieser Folie reingelassen habe. Danke, Vergangenheits-Claudi. Danke. Neapolitan Bar Face Palette. Genau, so schaut die aus. Die Farbauswahl war nicht leicht zu treffen, um das mal ganz ehrlich zu sagen, weil online das anzugucken ist immer super schwierig. Ach so, das war nur die Umverpackung. Da kann man das aufklappen. Und das sieht super intensiv aus. Blush, Bronzer und Highlighter. Ups. Ups. Ja, das müssen wir uns auf dem Gesicht anschauen, Leute. Sowas jetzt mit der Hand zu swatchen, ist ein bisschen schwierig, weil da kann ich euch nicht viel zu sagen. Man muss es nachher auf dem Gesicht sehen. Ist natürlich auch bei Lidschattenpaletten so, aber ne? Egal. So, dann habe ich mir den Lollipop Liner mitbestellt. Den Lollipop Eyeliner mitbestellt in der Farbe Black. Ist der nicht wunderschön? Ja, der ist natürlich nicht so, wenn man den aus einer Verpackung rausnimmt, ne? Aber das, wie gesagt, von der Verpackung her, das vielleicht so als kleiner Tipp am Rande, ne? Es dürfte jetzt auch Black Friday Week sein oder gewesen sein. Oh Gott,
Ich hoffe, dass ich das alles schnell geschnitten bekomme. Ja, der ist auch von der Verpackung, wenn man ihn rausnimmt, echt schön. Ist, glaube ich, nicht so super viel Produkt drin. Das ist hier einfach ein Filzvieh. Finde ich gut. Und damit kannst du auch schön malen. Bin ich jetzt einmal locker über meine Hand gefahren. Das sieht sehr, sehr gut aus. Blutet aber schon ein bisschen aus. Ne? Da muss ich gucken, wie der sich verhält, wenn er aufs Auge geht. Das ist dann nicht so schön, wenn du dir den aufs Auge machst und er dann quasi in deine Augenfältchen oben reinläuft. Ne? Ich habe Augenfältchen. Dann habe ich hier noch ein mega schönes Setting Spray. Oven Fresh Established 2011. Also das ist quasi 2011, ne? Ja, ist die Marke dann rausgekommen. Sweet Grace Baking Spray. The Prayer of a Sweets Lover. Mhm. Ja, das ist dieses hier. Das war auch recht hochpreisig. Aber was soll's, ne? Riecht sehr schön angenehm süß. Doch, doch, das müssen wir uns angucken. Ja. Karte mit dabei gekriegt, weil ich das immer anklicke. Dann habe ich mir noch mitbestellt den Urban Decay Brow Beater. Ja, den habe ich mir mitbestellt. Auch der war, glaube ich, reduziert oder sowas. Ja, das ist einfach dieser hier. Und weil ich halt auch demnächst mal ein Fullface Urban Decay schminken wollte, genau, deswegen habe ich mir den mitbestellt. Taupe Trap ist da die Farbbezeichnung. Und Taupe passt bei mir eigentlich meistens gut. Müssen wir mal gucken, wie der sich dann wirklich verhält. Weil Taupe immer auch so ein bisschen dieses Aschige mit drin hat. Das ist so eine tropfenförmige Geschichte. Den swatche ich hier mal. Huch, der ist aber hart. Au, 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 au. Das tut weh. Vielleicht muss der erstmal weich werden. Au, das tut weh. Ich bin eine Mimose und ich stehe dazu. Oh mein Gott, ist der fein. Ja, der wirkt aber tatsächlich auch etwas gelbstichig, ne? Muss ich, wie gesagt, auf dem Auge austesten. Das ist jetzt im Swatch ein bisschen schwierig. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass der... Nein, geil. Ist nicht so geil, wie ich dachte. Egal. Steht hier irgendwo die Farbe dann auch? Ja. Kann die Verpackung schon mal weg. Sehr gut. So, ja. Proben habe ich auch dazu bekommen. Die wandern natürlich in meine Instagram-Verlosung mit rein, die jetzt im Dezember auch immer wieder kommen wird, ne? Weil da werde ich meine ganzen Proben dann auch jetzt dann reinstellen. Caudalie Vino Pure Purifying Gel Cleanser, genau. Das ist dieser hier. Ich habe aktuell von denen den Schaumcleanser, der ist toll. Dann von Kiehl's die Ultra Facial Cream. Habe ich auch noch mit drin. Und Job Om Wild, ein Eau de Toilette mit 1,2 Milliliter. Sowas findet man auch in sehr vielen Adventskalendern. Schwarzer Humor an. Ja. Das war aber auch nicht alles, was ich bestellt habe. Nein, nein, natürlich nicht. Nein, nein. Ich habe bei Too Faced auch, also ja, also einige Sachen Too Faced-mäßig bestellt und oh mein Gott, ich habe viel zu viel Kram bestellt. Ja. Salted Caramel habe ich von Too Faced bestellt, diese kleine. Oh mein Gott. Ja, es waren halt gerade Rabattaktionen. Ne? Ich weiß gar nicht, wird das hier dann vielleicht ein nur Douglas Haul? Mal gucken, es steht noch einiges neben mir. Ich liebe diese kleinen Paletten. Wirklich, die mag ich. Ne? Diese metallische Geschichte von Too Faced mag ich. Ich mag die Pigmentierung. Das ist halt irgendwie immer der gleiche Wahnsinn, der da mit drin ist. Aber irgendwie finde ich super. Habe ich schon 2 oder 3 von und die riechen auch gut. Die sind immer sehr, sehr limitiert, also sehr schnell ausverkauft. Aber die mag ich leiden. Du hast hier viele Schimmertöne drin. Das ist alles echt meine Welt. Ne? Und damit kann ich persönlich mir halt auch echt schnelle und schöne Looks schminken. Und dieser Ton ist ganz besonders, weil das ist eigentlich ein matter Ton. Aber er hat noch Glitzer mit drin. Das ist ganz aufregend. Ganz, ganz aufregend. Also so eine Formulierung feiere ich hart. Habe ich hier noch irgendwo... Wir swatchen das einfach mal hier nochmal drüber. Was soll der Falschgeist? Kann man überhaupt noch was sehen? Ich hoffe. Ja, und dieser ne, dunkelrote Ton, dieser kaminrote Ton, der ist aufregend überhaupt. Wahnsinnig cool. Und dann habe ich noch so eine kleine mitbestellt. Die Gingerbread Spice. Ich habe die Gingerbread Extra Spice in groß. Und das hier ist jetzt die kleine Version. Genau. Das fand ich cool. Einfach um diese Sammlung halt auch irgendwo ein Stück weit zu vervollständigen. Und ich mag diese kleinen Paletten einfach ganz gerne. Die ist echt hübsch, ne? Die ist richtig, richtig hübsch. Genau. Riecht auch super angenehm. Ja,
Aber wir swatchen jetzt die nächste. Und zwar habe ich mir die Pumpkin Spice gekauft. Die war auch quasi durch einen Rabattcode viel günstiger zu bekommen. Und deswegen durfte sie mit. Das ist der Hit. Ja, viele sagen, oh, Too Faced, Ich habe auch manche Sachen von Too Faced gehabt, also auch so Lidschattenpaletten, die ich echt nicht gut fand. Hier hoffe ich, dass die wirklich gut ist. Das ist ja die Halloween Collection gewesen, deswegen ihr wisst, wie lange dieser Einkauf auch schon her ist. Ne? Ich schiele gerade auf meinen Lieferschein. Vom 4.11. ist der Lieferschein. Ne? Die Bestellung ist ja noch älter, also ist es schon ein Weilchen her, aber die hat schon schöne Töne. Ja, ich glaube, die Sweet Peach hatte ich mal mir gekauft und dann relativ schnell aussortiert, weil ich die echt nicht gut fand. Also was heißt relativ schnell? Es hat doch eine ganze Weile gedauert, aber weil das so die erste richtige High-End-Palette gefühlt war und ich habe mich da echt schwer mitgetan, die auszusortieren. Was ich jetzt hier gerade ein bisschen schwierig finde, wir haben hier sehr, sehr, die drei habe ich jetzt auch gerade schon auf dem Fingerswatch, also quasi Oh My God, dann Wanna, nee, Fall Wipes, Wanna Piece of Me, und PSL and Chill, das sind sehr grobe Glitzertöne, wo man wahrscheinlich auch besser einen Glitterglow drunter macht, weil die ansonsten überall im Gesicht landen werden. Und kommen diesen Falling for You, diesen Grünton, den nehmen wir auch nochmal. Ja, bin jetzt noch nicht so ganz geflasht. Mal gucken. Ja gut, wenn ich die starken Glitzertöne so anpresse, was ich hoffe, was ich auf dem Auge dann auch kann, dann sehen die gut aus. Das sind halt diese äußere Hälfte meiner Hand. Super geswatcht, Claudia. Meine Herren, hast du das gut geswatcht. Ja, aber so, nee, ich habe jetzt heute schon sehr viel geswatcht und meine Hand, die ist ja echt schon am Glitzern wie sonst was. Wundervoll. Ja, also die muss halt erstmal auf dem Auge getestet werden, ne? Genau. So. Was ist das? Becker. Jo, ich mag die Becker Lippenstifte. Ich habe auch einen hier, den ich richtig gut finde. Ab und an haben die dann auch mal einen richtig krass im Sale. Und hier habe ich die Farbe Sorbet. Genau. Den wollte ich aber nicht für mich haben, sondern für einen Adventskalender. Da möchte ich jemanden ganz arg mit überraschen. Ist wirklich schön. Habe ich nicht sogar die Farbe da? Komme ich nicht bei. Da steht gerade zu viel vor. Genau. Ja, ich finde, die sind, das war meine Hüfte, Entschuldigung, super, super cremig. Das ist halt der Farbton und ich zeige ihn euch jetzt mal so aus der Ferne. Die riechen richtig gut. Die sehen wunderschön aus. Auch auf den Lippen, ne? Richtig, richtig toller Ton. So ein Rosenholzton ist das. Schließt magnetisch. Eine ganz coole Geschichte. Und wie gesagt, der kommt für Marion in den Adventskalender. Die wird sich freuen. So, ich weiß ja gar nicht, ich habe hier noch mehr Proben drin. Prada Candy Night als Parfümprobe und Kiehl's Close Shavers Squadron Ultimate Razor Burn and Bum Relief. Ach, ich glaube, ich habe hier so eine Männerprobe noch mit dabei gekriegt, ne? Genau, weil ich habe zweimal bei Douglas bestellt. Genau, dann gab es hier noch so eine Tasche mit dabei. You are made for loving you. Das ist diese hier. Ich glaube, hier sind einfach ein paar Goodies dann drin. Genau. Ja, der Klassiker halt, ne? Die It Cosmetics CC Plus Your Skin But Better Cream in Medium. Dann ist hier noch drin Lancaster Skin Life Shield Glow, Shield and Glow Primer 2 in 1. Den habe ich da. Der ist richtig, richtig gut. Dann von Pixie by Petra das Glow Tonic mit 40 Millilitern. Vertrage ich jetzt nicht so ultimativ gut. Von Anayake oder Anayake Ultra Time 3 ml. Das ist eine Gesichtscreme. Von Lancôme ein Bifacil Augen Make-up Entferner. Und von Ritual, The Ritual of Sakura, eine Bodycreme mit 10 ml. Das sind so die Klassiker. Ne? Die hat man halt immer so, wenn man diese Goodie-Taschenviecher mitbekommt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier drin war. Immer irgendwie mit dabei. Ich finde, das ist nicht so hundertprozentig abwechslungsreich, aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch, um ehrlich zu sein, ne? Weil niemand bestellt so häufig bei Douglas wie Menschen, die einen Schuss haben. Genau. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch... Ich ziehe durch, Sammy, oder?
Ja, komm, ich möchte jetzt hier nicht noch einen vierten Teil von machen müssen. Ich ziehe durch. Ja, ich ziehe durch. Die lege ich mir zur Seite. Vielleicht kann man die Tasche gewinnen. Ansonsten habe ich gleich noch was anderes, was mir in. Ich habe nämlich noch eine Glossybox zugeschickt bekommen. So eine. Ach, wir gucken gleich mal. So, dann habe ich bestellt bei Blissim. Das ist ja die ehemals Birchbox, ist ja Blissim geworden. Und genau. Da kann ich meine Punkte ja immer einlösen, die ich ja bekomme, weil über meinen Code zum Beispiel dort die Box abonniert wird oder dort bestellt wird, weil mein Code eingesetzt wird und so weiter. Und dann bekomme ich ja Punkte, genauso wie Glossy Points bei Glossy Box, ne? Und damals war das so, dass man diese Punkte auch tatsächlich einlösen konnte in eins. Also dass ich dann auch wirklich eine Bestellung machen konnte und mir dann halt die Punkte einlösen konnte. Und jetzt kann man halt bis maximal 20 € einlösen. Das ist ein bisschen blöd, weil so gebe ich dann immer ganz viele Bröttelbestellungen auf. Und das finde ich für die Umwelt blöd und das finde ich auch irgendwie echt aufwendig. Aber gut, ich mache das halt. Dann zahle ich halt meistens die Versandkosten dafür, aber die Produkte bekomme ich dann quasi gratis. Bei dem Produkt bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob ich das bei Douglas bestellt habe. Muss ich nachher nochmal bei dem Lieferschein gucken. Oder ob ich das bei Blissim FR bestellt habe. Auf jeden Fall ist es von MAC der Extra Dimensional Skin Finish. Ein Highlighter ist das, ne? Das ist, glaube ich, die Limited Edition, die es jetzt so gibt. Let It Glow, also zu der Weihnachtskollektion jetzt quasi. Und ja, die hat mich angesprochen, die Geschichte, ne? Das ist schon schön. Der dürfte für mich sogar ein bisschen zu icy, zu rosé sein, aber ich finde den voll schön. Ja. Boah Gott, ist der schön. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt hinkriegt, aber du hast halt dieses Pressing da drin. Jetzt kriegt die es hin, was so schön aussieht, ne? Ja. So wie ich das gehört habe, ist es bei MAC sehr, sehr oft, dass du nur dieses Overspray hast, was einen krassen Highlight gibt und das, was da drunter ist, ist nicht mehr so schön. Das, was ich auf dem Finger habe, ist tatsächlich auch leider mehr Glitzer als sonst was. Aber ich finde den an sich echt schön. Ja, tatsächlich mehr Glitzer als Schein, aber es geht klar. Mensch, diese Hand ist echt zerstört, ne? Aber ja, ich muss es im Gesicht sehen, ne? Sonst ist es halt ein bisschen schwierig. Gut. Noch was habe ich mir bestellt von MAC, das aber definitiv bei Blissim und zwar ein Foundation-Pinsel. Wie gesagt, das ist ein bisschen öselig, dass man das dann halt so nach und nach bestellen muss. Oh mein Gott, ist der eingepackt. Der glaube ich noch nie ein MAC-Pinsel. Und jetzt habe ich hier den 170er. Das ist so ein Foundation-Pinsel und aktuell arbeite ich meine Foundation halt super gerne mit Pinseln ein. Und ja, deswegen musste der sein. Das war ein Reim. Eine weitere Bestellung, die ich aufgegeben habe, war der MAC Paint Pot. Pro Longwear Paint Pot. Ich hatte den mal und habe den aussortiert. Jetzt habe ich mir mal eine andere Farbe geholt. Und das hier ist jetzt nämlich die Farbe Painterly. Das ist ja eigentlich ein Creme-Lidschatten oder eine Creme-Lidschatten-Geschichte, die MAC rausgebracht hat und sich dann irgendwelche lustigen Menschen überlegt haben, dass es eine ganz geile Geschichte wäre, das als Lidschattenbase zu verwenden. Ich hatte vorher den Soft Ochre oder Soft Ochre, genau. Der hat bei mir nicht funktioniert, weil ich halt echt keinen gelben Unterton habe. Und jetzt habe ich mir gedacht, gut, der Painterly, der ist halt mehr so ins Rosamäßige. So sehen die Paintpots übrigens aus. Gibt es halt auch in zig verschiedenen Farben, ne? Und ja. Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht ist der besser, weil der, ja, der passt definitiv mehr zu meiner Hautfarbe. Das ist die Farbe B20 Painterly. Jo. Jetzt swatche ich den mal, weil eigentlich ist es ja ein Lidschatten, ne? Genau. Immer noch ein bisschen dunkel, aber definitiv besser als der Soft Ochre. Ne? Der hat nämlich noch so einen leichten Rosé-Stich mit drin. Juti. So, da gab es auch mal eine Gratisprobe irgendwann mit dabei. Und zwar ein The Body Shop CBD Facial Oil. 1 ml. Yay. Das sieht aus wie eine Parfümprobe. Ich dachte nämlich auch gerade, das wäre eine Parfümprobe, aber nein. Das kommt auch in die Verlosung für Instagram mit rein. So, noch so eine Probe von diesem CBD-Öl, weil ich ja nochmal da bestellt habe. Und das habe ich eigentlich eher so als Weihnachtsgeschenk bestellt. Ritual of Sakura. Das ist nämlich für meine Schwiegermama in Spee quasi eine ganz gute Geschichte. Und zwar ist das hier einfach so ein Geschenkset. Ne? Das kann man dort halt auch bestellen bei Blissim. Finde ich ganz gut, um so die Punkte einzulösen. Und genau, dann hat man halt ein bisschen was zugezahlt, weil man nur 20 € einlösen konnte. Ja, ihr merkt, vielen, vielen Dank, Leute. Es haben super, super viele von euch das schon über meinen Link bestellt. Also richtig geil. Ist super, super cool. Danke. Weil ansonsten konnte ich mir das, wie gesagt, einfach nicht so.
holen. So, sagte sie und hatte sich hier von Too Faced 1000 Sachen bestellt, aber es ist wirklich so, ne? Hier habe ich noch eine Box, da habe ich ein bisschen was drin, was ich in PR bekommen habe. Und zwar von Dr. Pierricot sind das zwei Produkte. Die haben nämlich jetzt auch diese Holiday-Geschenksets. Die kommen in diesen Schachteln tatsächlich daher, ne? In diesen goldenen Schachteln. Upsala. Dann hast du da drei Teile drin und die Schachtel kannst du dann selber bestücken. Und ja, da haben die mir halt etwas zugeschickt. Einmal habe ich hier einen Eyeliner. Das ist der, so ein Dip-Eyeliner. Damit werde ich euch auch demnächst mal einen Look schminken mit den Produkten. Das kommt dann auch noch mit rein. Also ihr seht, ich habe richtig viel noch vor an Produkten mit euch zu verwenden. Ich mache den jetzt hier einfach mal auf, dass wir uns das mal zusammen anschauen können. Dr. Pierricot ist auch eine der ersten Marken, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Also von daher haben die mein Herz. Ich habe ja auch von denen noch einige Pflegeprodukte aktuell in Anwendung. Also von daher richtig cool. Das Pinselchen sieht, ich weiß noch nicht genau wie aus. Es ist noch nicht so. Es ist halt sehr flexibel, ne? Da habe ich immer ein bisschen Bedenken. Ja. Den finde ich jetzt gerade nicht. Also auf den ersten Swipe, das ist jetzt der obere, nicht so ultimativ, um ehrlich zu sein, ne? Genau. Muss ich halt auf dem Auge mal austesten. Muss ich wahrscheinlich auch vorher mal schütteln. Ich glaube, das ergibt Sinn. So, dann habe ich noch einen kleinen Lidschatten dazu bekommen. Da muss ich schauen, ob ich den mit verwenden werde oder ob ich den weitergeben werde. Denn ich bin ja eigentlich kein Fan von Mono-Lidschatten. Es sei denn, es geht darum, dass man sagt, okay, ich mache mir irgendwie einen schnellen Alltagslook. Aber ich versuche darauf zu verzichten. Der ist aber super, super schön, muss ich gestehen. Das könnte sogar fast schon ein Highlighter sein, ne? Der ist echt hübsch. Komm, den swatchen wir jetzt. Den gucken wir uns aber mal an und ich denke, auf dem Auge werden wir uns den auch nochmal angucken. Das ist ein gebackener Lidschatten und ja, schaut auf jeden Fall in die Infobox, da habe ich euch auch die Produkte verlinkt. Das ist ein Affiliate-Link, das heißt, ich verdiene da auch ein bisschen was dran, wenn ihr darüber kaufen solltet. Genau, dann gucken wir uns den mal an. Habe ich jetzt direkt mal über den Paint MAC Painterly gegeben. Das ist ein Lidschattenprimer. Und da sieht er wirklich schön aus, ne? Aber auch als Highlighter kann der was sein. Das sieht echt gut aus. Den werde ich mir dann wahrscheinlich als Highlighter umfunktionieren. Hi. Weil der super intensiv ist, ne? Das gefällt mir. So, und last but not least war in diesem Paket auch mit drin das Face Powder. Und das ist in der Farbe. Weiß ich noch nicht. Das finden wir gleich mal heraus. Schöne Verpackung, wirklich sehr, sehr weihnachtlich. Also kann man schön zu Weihnachten verschenken, ne? Oder zu Nikolaus dieses Set. Und die haben sich auch gemacht von den Verpackungen her, finde ich. Die sind viel, viel schöner geworden. Viel hochwertiger sieht das Ganze aus. Mag ich echt gerne. Und ja, so ein Schwämmchen drauf. Oh ja, genau. Das ist auch schön, ne? Da muss man halt gucken, ob man das als Blush Bronzer oder als komplett über alles Puder nimmt. Das könnte mir vielleicht sogar ein Tick zu dunkel sein. Ich swatche Puder. Auch das ist mal was, ne? Weiß ich jetzt nicht so viel von, aber das spricht ja eigentlich fürs Puder. Genau. Das sind die Sachen von Dr. Pierricot. Schauen wir uns aber nochmal im Gesicht an. Wie gesagt, ich verlinke euch das aber trotzdem schon mal in der Infobox, falls ich mal wieder ein bisschen langsam mit dem Schminken sein sollte. Die Schachtel kann ich aber auf jeden Fall sehr gut verwenden, um da selber ein Geschenk mit einzupacken. Richtig gut. Ich habe gesagt, wir ziehen durch, also packen wir auch noch die Flaconi-Bestellung aus, Sammy, oder? In diesem Video verlose ich dann übrigens die rosa Tasche mit dem Inhalt. Ne? Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei, denn ich habe diese Glossybox-Geschichte verloren. Ich glaube, ich habe die irgendwo im Haus hingestellt, ich weiß es nicht. Ich habe aber auch noch bei Flaconi bestellt. Und da habe ich mir tatsächlich die Disney Collection bestellt. Ja, auch die... Ich glaube, die Paletten, ich weiß nicht, ob ich die behalten werde. Wir gucken uns das an. So, als erstes war eine Parfümprobe mit dabei, Sadik und Voltaire. 0,8 Milliliter von der This Is Her Variante. Ist nicht viel, Leute. Dann habe ich hier die Essence Snow White Palette, Schneewittchen. 14, oh, mit dem Apfel, ne? Ist schon schön. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, welche Kollektion ihr ansprechender fandet. Die Sister Love Limited Edition von Essence und Catrice oder die Geschichte von I Heart Revolution, das was ich hier auch stehen habe, mit diesen Büchern, wo du Blush, Bronzer, Highlighter und Lidschattenpalette drin hast. Schreibt mir das gerne mal, würde mich echt interessieren. Schneewittchen hat sehr neutrale Töne, sehr, ja natürlich, ne, sehr waldige Töne und ist aber, um ehrlich zu sein, ziemlich öde.
oder? Was meint ihr? Ich finde, die ist natürlich von der Fännchenanordnung so wie die Too Faced Born to Run oder so. Wie hieß die Palette nochmal? Ich weiß es nicht. War das Too Faced? Ich bin gerade verwirrt. Ich glaube schon, ne? Die halt auch so eine längliche Fännchen und quadratische Fännchen immer zusammen in einer Reihe hatte. Also hier hast du halt wirklich nur das einzig farbige, was da drin ist, ist Dwarfs, also Zwerge, dieser grüne Ton, der schimmernd ist, und Wicked Witch, dieser blaue Ton. Ansonsten hast du nur Braun, Taub, Champagner. Das ist schon sehr, sehr alltagstauglich, aber auch sehr, sehr öde. Ich habe nicht mehr so viel gekriegt, um ehrlich zu sein, aber ich habe halt das mitgenommen, was ich kriegen konnte. Für mich, zum Verlosen, wie auch immer, vielleicht mache ich in Zukunft da jemandem eine Freude mit, ne? Muss ich mal gucken, vielleicht auch für Tauschpakete. Lash Princess, das ist Aurora und das ist quasi die, mit der ich mich am meisten identifiziere, also Dornröschen, ne? Das ist halt so meine Welt. Zum einen Tollpatschigkeit, zum anderen Schläfrigkeit. Und ja, die haben ja auch die Mascaren da rausgebracht, fand ich echt schön. Das ist halt so eine ganz verrückte Mascara, weil die so verdreht ist, ne? Die gibt es ja auch im Standardsortiment von Essence. Das ist jetzt ja nicht, dass sie das Rad neu erfunden hätten, aber ne, das Design ist schon süß. Ich habe mir auch die Pinsel mitbestellt und die werde ich auch auf jeden Fall behalten. Die Pinselsets waren ausverkauft, aber die Einzelpinsel gab es noch. Fand ich witzig, weil die Einzelpinsel jetzt nicht so viel günstiger oder teurer oder wie auch immer. Der Preisunterschied war jetzt nicht so exorbitant krass. Genau. Und deswegen habe ich mir einmal den Ursula Powder Brush mitgenommen. Das ist dieser hier. Und die Pinsel gab es dann von Catrice, die Face Pinsel und ich glaube die Lidschattenpinsel von Essence. Super viel Verpackungsmüll, den hätte man wahrscheinlich bei dem Pinselset so nicht gehabt, aber dafür brauche ich jetzt zum Beispiel die Tasche nicht, die damit dabei war. Ich mag die Pinsel, ne? Sei es von Catrice, sei es von Essence, die sind wirklich gut und deswegen, das war für mich auch eine lohnenswerte Geschichte. Ja, und bei Flaconi gab es zu dem Zeitpunkt auch noch irgendwie Rabatte. Das hatte ich auch auf Instagram gepostet, falls du mir noch nicht folgen solltest. Mach das ganz schnell. Ich heiße A, I, Dual, P, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Da poste ich nämlich, wenn ich solche Aktionen entweder von euch geschickt bekomme oder dasselbe halt sehe, damit man halt echt einen Schnapper schlagen kann. Achso, das hier ist jetzt die böse Königin, genau, von Schneewittchen, ne, die mit dem Apfel halt. Und das dürfte dann einfach mal ein Highlighter-Pinsel sein. Der ist auch richtig schön, ne? Das ist schon cool. Also so ein Pinselset, da komme ich mit klar. Und das hier ist jetzt die Maleficent Contouring Brush. Genau, Maleficent ist von Dornröschen, oder? Ich glaube schon. Ja, ja, muss. Ja, den kannst du als Contouring Brush verwenden, aber auch so, um Blush oder sonst irgendwas aufzutragen. Ne? Der ist halt ein bisschen fester vorne gebunden. Der ist sehr ansprechend, den mag ich wohl. So, dann kommen wir zu den Augenpinseln. Da habe ich mir geholt die Ariel. Das ist ein Blendepinsel. Einfach so ein klassischer Essence-Blendepinsel. Ne? Die sind ganz gut, die kann man gut gebrauchen. Und auch das natürlich, was hier drauf ist, ist schon hübsch. Aurora Smudging Brush. Da ist der Kopf abgefallen hier von dem Röhrchen noch. Genau, halt aber ein sehr, sehr kleiner Smudger. Der ist wirklich winzig. Den kenne ich von Essence normalerweise doch deutlich größer vorne. Aber da kannst du dann wahrscheinlich ein bisschen präziser mitarbeiten. Ist jetzt nicht die beste Qualität bei Pinseln, aber auch nicht die schlechteste. Ich finde, ups, den kann man gut gebrauchen. Das hier ist das, was ich dachte, was ein Smudger wäre. Aber das nennt sich Eyeshadow Brush und das ist von Snow White, also von Schneewittchen. Das ist für mich ein Smudger. Aber egal. Jo, Smudger. Da ich mich mit Dornröschen ja am meisten identifiziere, war ich sehr froh, dass ihre Lidschattenpalette auch noch verfügbar war. Und auch wenn sie jetzt, ich weiß nicht, ich finde die jetzt nicht so ultra, ich weiß nicht, ich finde es blöd, dass sie die Augen zu hat. Ist es ein Spleen? Ich weiß es nicht, aber sie hat halt die Augen zu. Wäre schöner gewesen, wenn sie offen gehabt hätte, Leute. Genau, das ist eine Palette, die ich halt jetzt nicht so ultimativ krass exorbitant heftig ansprechend finde, weil auch hier haben wir sehr neutrale Töne und ein bisschen Rosa mit dabei. Ne, das ist jetzt echt nicht so spektakulär. Aber die finde ich mega viel ansprechender als von Schneewittchen. Und ich glaube, damit werde ich euch auch einen Look schminken. Ne, ich glaube, das wäre eine ganz coole Nummer. Und die Essence Lidschattenpaletten finde ich von der Qualität her sogar besser als die von Catrice. Deswegen ist das denn so. Ich habe aber auch die Catrice Lidschattenpaletten geholt. Die haben ja die Villains, also die bösen Königen bei sich mit drin gehabt. Das ist einmal die Maleficent Eyeshadow Palette von Catrice.
Die sind irgendwie cooler. Ich weiß nicht warum. Aber die sind einfach cooler von dem, wie es halt von innen aussieht. Ne? Ja, die ist irgendwie abwechslungsreicher. Die ist halt wirklich mit einem Pressing drin. Bei dem Villain und bei dem Venomous und bei dem Curse und bei dem Raven. Und irgendwie, ich weiß nicht, abwechslungsreicher, mehr Töne. Weiß ich nicht. Ich finde es schade, dass die das bei den Prinzessinnen nicht so gemacht haben. Ja, ich habe mir noch mehr bestellt. Ich war ein bisschen, ne, ich hatte 30% Rabatt, glaube ich. Dann die Evil Queen, die böse Königin von Schneewittchen, habe ich auch noch hier als Lidschattenpalette. Die ist wirklich sehr, sehr düster. Nee, doch nicht. Hä, die sah online so düster aus. Die ist überhaupt nicht düster. Die ist ja fast schon poppig. Was geht denn hier ab? Krass. Das ist echt krass. Und hier hast du halt wirklich auch noch dieses Pressing mit dem Apfel drin. Du hast hier ja diese groben Glitzertöne, die ich überhaupt nicht mag. Du hast dieses Mabel-Style hier oben und so. Ne? Das ist so schön. Ich muss mir noch überlegen, also ich denke, dass ich hier die Geschichte von Maleficent und Aurora behalten werde, einfach weil mich das am meisten anspricht. Ne? Genau, und dann habe ich auch noch Ursula. Das ist diese hier. Das hätte man natürlich mit rechnen können, dass es aussieht, wie es aussieht. Und das finde ich auch ganz schön. Da muss ich halt echt gucken, ne? Welche von denen ich dann behalten möchte. Das weiß ich so noch nicht. Und die anderen werde ich halt verlosen. Es kommt jetzt ja Weihnachten und so, ne? Da habe ich halt noch einiges in Planung. Deswegen, Sammy, was meinst du? Hat Frauchen jetzt erstmal sich so ein bisschen ausgesprochen und hat hier alles erstmal gezeigt, was hier noch eingezogen ist. Leute, das ist auch nicht wenig, ne? Oh mein Gott, ich schäme mich ein bisschen für diese Eskalation, aber ich habe einiges an Weihnachtsgeschenken gekauft. Ich habe einiges an Verlosungsgeschichten gekauft. Ich habe vieles Neues für mich gekauft, ja. Ich habe lange keine Beauty Hauls mehr so in dem Sinne für mich abgedreht und Adventskalender wollten befüllt werden. Deswegen ist es ein bisschen eskaliert bei mir. Denkt auf jeden Fall dran, dass es in jedem dieser Haul-Teile eine Verlosung gibt. Und ja, nehmt einfach an allen teil, das würde mich auch freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!